2 mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Ja, die Weihnachtszeit beginnt und wir sind heute in Siegnath zu Gast bei Amalie Höller. Aber in Südtirol und auch über die Südtiroler Grenzen hinaus kennt sie jeder als Mali. Und wir wollen heute lernen, wie man echte Südtiroler Kekse backt. 2M al quadrato vi porta oggi a poca distanza da Bolzano. Siamo a Siniato sulla strada per il Renon, siamo ospiti del Baumannhof, quella che vedete è la signora Mali, molto conosciuta, manca poco al Natale e noi vi portiamo a scoprire una delle ricette più antiche per i classici biscotti natalizi. Lieber Matteo, per fare questi biscotti di Natale devo prendere 350 grammi di burro, 400 grammi di zucchero, 4 uova, un goccio di rum, bustina di lievito e di zucchero vanigliato, dopo limone e arancia grattugiato, metto tutto dentro e dopo un chilo di farina. Mi raccomando, non dimenticare un po' di sale e dopo impastare bene e pronto. Hai capito, André? Sag's mir nochmal auf Deutsch. Also, die gewöhnlichen Weihnachtskekseln zu machen, braucht man 350 Gramm Butter, 400 Gramm Zucker, ein bisschen Salz, 4 Gockeln, ein bisschen Rum, so ein Schuss, Saft und Schale von einer ganzen Zitrone und Orange, ein bisschen Backpulver, ein bisschen Vanillezucker und ein Kilo Mehl, das dann alles gut so drunter rühren und noch mit dem hölzernen Krapfentriebel auswalken und ausstechen. So, Mandel, jetzt müssen wir helfen, ein bisschen ausstechen. Matteo, se vuoi mangiare, devi fare qualche cosa. Allora. Unsere Weihnachtskekse sind fertig. Wer mehr von echt Südtirol, der echten Südtiroler Küche kennenlernen will, Mali hat ein Buch geschrieben, wo man ihre ganze Kunst nachkochen kann. Come vi ha spiegato André, le ricette della cucina tirolese, le ricette anche di questi biscotti sono raccolte in un libro che ha scritto Mali, per raccontare i piccoli grandi segreti della vera cucina altoatesina. Libro che trae origine, pensate, da questo quaderno scritto a mano nel 1947 dalla mamma della stessa Mali. E allora qua dentro ci sono tutti i segreti per imparare a cucinare come una volta. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2 und schönen Nikolaus. Thank you.
2M hoch 2 mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2, präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst. Unsere Welt, unser Bier.